Hallo Freunde, hier ist wieder euer Master Zero und willkommen zurück zu Fairy Fencer F Advent Dark Force. Ja Leute, ich denke mal, nachdem wir jetzt die Sidequest gemacht haben und uns diesen kleinen Finsternis Fairy geholt haben, wird's windig. Das war im wahrsten Sinne des Wortes. Zeig doch! Es wird windig! Ach, so ein paar Anime-Cutscenes wären nicht schlecht. Mit den ganzen Röcken, die durch die Gegend wählen. Und hier wäre normalerweise im Original das erste Mal gewesen, wo wir ihr begegnen. Nicht schon vorher in der Höhle und so weiter. Das ist einer der kleinen Unterschiede, wie ich schon vor Ort da erwähnt hatte, zwischen der Version und dem Original. Und, ja. Ich kann es kaum erwarten, bis sie endlich im Team ist, aber es wird doch ein kleines bisschen dauern. Um mal das bisschen zu spoilern, aber das Spiel ist so alt. Ja, was heißt so alt, aber mindestens 3 Jahre, glaube ich, und denk mal, ein paar Sachen haben Leute schon gesehen, die sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt haben. Vor allem bei der Liste an Teammitgliedern. Das sogenannte TMI, Too Much Information. Manche Leute wollen manche Informationen von manch anderen Leuten gar nicht wissen. Jetzt wird's komisch. Ich hab komplett die ganze Sache alles vergessen. Scheiße, wie geil. Das ist 1:1 eine Referenz an Ghostbusters. Den ersten. Wenn ihr ihn nicht geguckt habt, guckt ihn. Er ist geil. Oh, ich hab schon fast Tränen in den Augen. Nur wegen dem bisschen. Oh, shit. Ja. Frauen können das nicht nachvollziehen. Oh. Ich wette, die kommen jetzt an hier. Mit dem typischen Thema, was natürlich sofort angesprochen wird: Hände waschen. Oder? Ja! Wo ist das? Habe ich's doch gesagt. Ach, wo sollen die da ihre Hände waschen? Ach, und sie ist immer noch so besorgt wegen Galdo und nicht vertrauenswürdig und so weiter. Na gut, das könnte auch wegen unseren kleinen Mini-Stalker sein, aber egal. Naja, ich habe ein bisschen gelevelt, damit es ein bisschen ausgeglichener ist. Weil irgendwie Harley ja trotzdem immer noch 1 bis 2 Level hinterher hangen. Also, ja. Ich will mal kurz. Nein, nicht Boost. Edit. Genau, habe ich ein paar der anderen Fairies ein bisschen gelevelt. Aber man hat sofort einen Unterschied bemerkt, ohne Scheiß. Von denen, die schon höheres Level haben, so Level 4, 5, und auf einmal du hast ein Level 1er. Ja, das war schon böse. Hey, hey.
Ja, hier sind zwar überall neue Monster, aber ich lasse trotzdem die Zufallskämpfe weg. Ich meine, man muss ja nicht wirklich jeden willkürlichen Kampf hier auch sehen. Ja, weiter im Text. Mal gucken. Was sind's? Okay, also die Schlange ist angeblich ein starker Gegner. Naja. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Da war kein starker Gegner mit dabei. Das Spiel lügt. Es war einer vielleicht ein bisschen stärker als der Rest, aber ansonsten nichts wirklich, was hervorstach. Gegenstand. Woman's Hand Towel. Okay, gut, für jeden Charakter haben wir eh schon durch meine DLC schon so ein bisschen was, also mal gucken. Oh! Und sie wurde schon leicht stärker. Not stärker war jetzt nicht das richtige Wort, sondern eher schneller. Ach, schon wieder falscher Knopf. Okay, da oben ist eine Cutscene, da unten, das ist ein. Ach so, ist. Ach, na klar, da geht's zurück. Wie blöd von mir. Ihr könnt euch vorstellen, wie creepy das beim ersten Mal war, wenn man sie wirklich nicht kennt. Und auf einmal ist dieser Charakter die ganze Zeit so töten, 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 töten. Die ganze Zeit so spricht. Also, ja. Und auf einmal, wupp, ist sie wieder weg. Aber naja, wir wissen es ja mittlerweile schon besser. Also ich finde Gegentür interessant. Ich frage mich, aber was ich mich schon die ganze Zeit frage. Oh, dann. Hä? Schwebender Steiner? Das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Aber was ich mich schon wirklich von Anfang an frage, das habt ihr ja auch schon mitbekommen. Wo kommt diese ganze Technologie hierher? Wer hat das ganze Zeug so überall hingebaut? Waren es die Götter? Eine alte Technologie? Eine versunkene Zivilisation? Ich habe keine Ahnung. Hey, sie sagt öfters kill, 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 als sie Satz sagt. Das passt nicht. Wir wissen natürlich ganz genau, wen sie als erstes im Visier hat. Next. Oh. Und eine weitere Request beendet. Okay. Warp. Gegenstand. Das alles nur wegen zwei Potions? Naja. Mal sehen, wie es gleich aussieht. Hier ist ein Gegenstand mit auch zwei Potions. Okay. Und noch eine Cutscene. Jupp. Das wäre auch meine Hauptmotivation. Ja, bist ein hübsches Mädchen, also es passt doch. もちろん、ティアラハンも。私、
Ach, Tiara, Tiara, Tiara. Es muss erst irgendwas passieren. Ich meine, bisher habe ich schon so ein bisschen was gespoilert, sag ich mal so, mit Charakteren und so weiter, aber ja, bisschen was, ab einem bestimmten Punkt weiß ich sowieso nicht, wie es mit meiner Story insgesamt weitergeht, weil ich ja das Spiel selber, nie, also das Original nie beendet habe. Was aber doch das Spielen nochmal ein bisschen interessanter macht. Weil wie ich, weil, na, jetzt habe ich zumindest einen Grund, das Spiel auch zu beenden. Dann geht's hier. Ich sehe da hinten einen Speicherpunkt. Oder ist es ein Warpoint? Ach, ich gehe doch lieber zuerst hier lang. Mal sehen, was mich da erwartet. Mal sehen, was mich hier erwartet. Und überhaupt. Ja, nichts natürlich. Ah, hier, Gegenstand. Hallöchen. Stimulant. Bisschen Riechsalz wäre mir eigentlich lieber. Weil sobald mich diese Kackbratzen da anschreiben, bin ich ja meistens sofort verwirrt. Oh, super. Wir sind so typisch. Ich versuche eigentlich die ganze Map abzuklappern, damit ich alles habe und intuitiv gehe ich genau den Weg bis da hinten hin zum Ende hin, wo natürlich dann alles endet. Das klang nicht professionell. Das Ende hinten, wo alles endet. Super. Nee, ich habe auch die Angewohnheit, selbst in allen möglichen Spielen, wo ich einfach versuche, die ganze Map zu erkunden, dass ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich finde immer sofort den Weg zum Ende. Ach, dann war es nicht vom weiten Speicherpunkt, sondern Warpoint. Okay, mal gucken. Ah, okay. Was haben wir hier? Nichts. Okay, das hat dann wahrscheinlich irgendwas später mit einer Sidequest oder irgendwie sowas zu tun, denke ich mal. Oh oh. Das war nicht schön. Okay, 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 okay. So. Schon wieder. Okay, müssen wir da geradeaus und rechts. Ah, shit. Okay, hier lang. Warte mal, wird das jetzt auf... Ich glaube, es wird jetzt auf den Bosskampf hinauslaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, ich denke... die Fairies, die ich da habe, werden ausreichen. Habe ich es nicht gesagt? Ja,
Ich meine, so einen gewissen Grad Misstrauen sollte man schon in so eine Gruppe nehmen wollen, wenn jemand neu ist, der von dem Bösen übergelaufen ist. Aber ich glaube, sie übertreibt. Ah, nee, das ist... Wir haben hier ihre komischen Vorlieben, weil er sie die ganze beleidigt und so weiter. Genau. Harley hat es genau richtig erkannt. Okay, der letzte Satz bringt sie wahrscheinlich total bis an die Grenzen. Ah, nee, doch nicht. Ach, stimmt ja. Stimmt ja, er rettet sie vor einer Attacke. Okay, jetzt übertreibt sie. Ohne Scheiß. Jetzt übertreibt sie wirklich. Oh, eins meiner Lieblingsartworks von ihr. Okay, gut. Sie haben wenigstens das auch so verändert, dass sie sich auch wirklich an sie erinnern. Und ja, geil, du kanntest sie jetzt in dem Zeitpunkt noch nicht. Oh, immer noch? Eigentlich den Grund habe ich komplett vergessen, wieso eigentlich. Außer den Grund, dass sie töten will einfach. Aber den wahren Grund, keine Ahnung, dass sie jetzt ein Auftrag ist von irgendwen. Obwohl, das kann es eigentlich sein, dass sie von einer Dorfer irgendwie angesetzt wird, aber... Da bin ich jetzt gerade nur würde ich noch mal raten, weil ich hab's wirklich komplett vergessen. Das stimmt sogar. Na dann. Ja.
Also entweder ist sie wirklich so herzlos und kalt, oder sie ist einfach nur neidisch. Oh, ich will die Übersetzung. Karin, bitte. Ah, kein Problem. Sie benutzt doch noch andere Wörter. Okay. Bossfight. Ja, ich hab mich ja alles komplett geheilt und so weiter. Mal sehen, was ihre Schwächen sind. Okay, jetzt ist schwach gegen Speer und Kanonen. Okay, die einzigen, die also wirklich ordentlich Schaden machen, sind also Fang einfach nur, weil er stark ist, und Harley, weil es ihre Schwachpunkte genau sind. Autsch! Na, das ist auch das erste Mal. Ja, wenn ein Charakter mit der Energie in rotem Bereich ist, verändert sich die Musik. Um die Dramatik noch ein bisschen dramatischer zu machen. Macht das Sinn? Na, ich glaube schon. Na, mal sehen. Mir gefällt ja ein bisschen Windmagie. Ja, das geht ja. Flame Assault, Giga Blow. Wie viel? 500 habe ich. Ja, Flame Assault. Eieieiei. Ach, das ist dann in ihrer Fury Form. Mal alle Elemente mal durchhauen, die ich habe. Aber es scheint irgendwie keine großartige Schwäche zu haben. Wie sieht es mit Wasser aus? Okay, gut. Sie hat keine Elementarschwächen. Okay, warte mal. Ach ja, er hat ja auch Heil. Heilzauber. Okay, wir haben einen Flame Assault gesehen, jetzt ist mal ein Giga Blow. Ich habe schon auch komplett vergessen, wie die ganzen Skills alle aussehen. Ah, okay, gut. Ist cool. Ah, und mal wieder heilen. Okay, meine ganzen Wasser, SP gehen bei ihr komplett nur flöten in Richtung Heilung. Ah, ich glaube, sie hat eine sehr hohe Ausweichrate, also viele, viele Schläge ging schon die ganze Zeit daneben, also. Oh! Das ist nicht gut.
Warte, 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 warte. Okay, nach ihm kommen. Oh, okay. Dann denke ich mal. Okay, dann denke ich mal, wird es jetzt Zeit. Ja, gehen sowieso 30% meiner HP runter, aber es macht ordentlich Schaden. Und zwar ordentlich Schaden. Sehr coole Sache. Wie noch eine Attacke? Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ach du Heiliger. Okay, ich werde sie definitiv fallen, weil sonst kriegt sie ja keine Erfahrungspunkte am Ende. Okay, jetzt kann er. Kann er auch. So. Burning Strike. Das dürfte ihr eigentlich den Rest geben. Ja, das war's schon. Was ich aber schade finde, ist bei den Endbildschirm nach den Kämpfen, dass sie da nicht noch in ihrer Fury-Form sind. Sondern dass sie sich automatisch zurückverwandeln. Das finde ich schade. Ich finde ihn cool. Er ist so lustig. Oh. Sie spricht ja doch endlich mal ohne Übersetzer. Dann freue ich mich aber, was heißt das Erste? Da ist sie halt noch ein bisschen sehr kalt, was in das Wort hat. Ja, oh, es gibt ja leider solche, wie nennt man sie auch gerne, Battle Maniacs da draußen, die einfach noch immer und immer mehr Kraft haben wollen, einfach nur um noch mehr Kämpfe zu gewinnen und noch stärkere Gegner.
herausfordern zu können. Ei. Ist das irgendwie die Mentalität der Saiyajin so ähnlich? Oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Oder ist es nur Son Goku? Naja. Ah, okay. Ab dem Punkt überlegt er wirklich, muss es immer gleich aufs Töten hinauslaufen? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Ach, dieser Robo-Hai. Na, wollen wir mal gucken. Getting oily. Glaive Progress. Oh, das wäre einer für Tiara. Vor allem, weil er wahrscheinlich auf Wasser basierend ist, so wie er aussieht. Sonst noch irgendwer, der irgendwas dazugegeben will? Nö? Okay. Ach, übrigens, also momentan kann ich keine weiteren Schwerter aus der Göttin rausziehen, weil... Oh, oder wartet mal. Ist das jetzt ein B-Rang? Oh, ist das ein B-Rang? Oh, weil es waren keine C-Rang-Schwerter mehr in der Göttin drin. Ich meine, ich kann auch Schwerter aus dem bösen Gott, dem Weilgott, rausholen, aber ich glaube, da sind die Leute nicht so ganz happy, wenn ich das mache. Deswegen lasse ich's. Aber stimmt, so könnten wir wenigstens einmal da was machen. Na, erstmal alles mal rauszupfen. Ich werde mal einmal zwischendurch speichern. Harley ist immer noch Level 12. Ich muss mal gerade mal gucken. Weil... Ich kann ihr ja auch jemanden geben. Genau, Erfahrungspunkte plus. Ice Support. Also, Ice Protection. Das ist was anderes. Ich meine, der ist natürlich stärker, weil er wahrscheinlich ein höheres Level hat, aber... Ja, dich kann ich eigentlich nehmen. Ja, dich nehme ich. Außerdem gehen die Stats dann auch nicht runter von ihr, weil die beiden ja gleich stark sind. Shadowgun und Reed. Und ironischerweise, ihre Erdresistenz ist auf minus 18 gesunken. Naja, was soll's. Zumindest kriegt sie jetzt endlich auch mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Also dann, ab in die City. Oh, ein schönes Gebäude. Muss ich offen zugeben. Oh.
Was geht denn hier ab? Ich hör schon die Musik im Hintergrund, also. Stimmt eigentlich, das hat sie ja ein bisschen gewundert. Um es mal so mal auszudrücken, es hat was damit zu tun, wie sie aufgewachsen ist und wo sie aufgewachsen ist. Sagen wir es mal so. Stimmt, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wieso hat er mit Senke zusammengearbeitet? Was? Er hat ihn gerettet? Vor was? Vor wem? Ja, der war schon immer stark, das wissen wir ja. Ja, das macht schon eher Sinn. Weil, Senke kann ich mir nicht als jemanden vorstellen, der jemanden aus Mitleid oder sonst irgendwas, von einer Horde Leute rettet. Ja, man sollte doch zweimal hinsehen, wen man begleitet. Stimmt eigentlich. Warte mal, zuerst hat sie ja die ganze Zeit gesagt, sie kann sich an nichts erinnern. Jetzt auf einmal sind ein paar Erinnerungen wieder da? Hey, das ist doch schon mal etwas. Oh oh. Das bringt Fang sicherlich auf eine ganz dumme Idee. Okay, gut. Das es ist zwar eine gute Erinnerung, sich selber zu sehen, hier zusammen mit der Göttin gegen den Weilgott anzutreten, aber das haben alle anderen zu der Zeit auch? Es ist leider keine wichtige oder ausschlussreiche Erinnerung. Super, und ich habe gedacht, Fang würde auf die Idee kommen. Aber nein, es ist Hai. Ja, es ist schon, wäre schon ein bisschen sehr langweilig, wenn alle nur wenn ich ein bisschen Stimmung in der Bude wäre. Yep, und das sieht sie auch ein, das ist gut. Okay, warte mal.
bevor ich irgendwas verliere oder am Game-Over-Bildschirm oder sonst irgendwas habe, werde ich kurz speichern und dann probieren wir mal aus, unseren kleinen Hai eine neue Fähigkeit zu verpassen. Aber noch habe ich ja die komplette Auswahl von allen B-Rangen. Doch, B-Rang. Okay. Er ist wasserbasierend. Und auch mit dem Namen Navy. Ich meine, nur das I ist dazwischen, das wäre das Wort Navy. Und Glaive Prowess. Lightning Support. Das ist irgendwie nicht so gut. Shaping Effects. Change Enemies. Restore HP. Disabled. Das wiederum ist nicht gut. Man kann sich dann im Dungeon nicht mehr heilen. Also, nee, danke. Seal? Ich kann dann keine Skills mehr einsetzen? Aber dafür 30% mehr Erfahrungspunkte. Okay. Fire Support. Alter, sind ja nur noch so eine Scheißdinge mit dabei. Heal Status Disabled. Aber dafür 50% mehr Geld. What the fuck? SP Cost Down. Drop Rate. Restore HP des... SP? Ach du Kacke. Adrenalin Rush. Wenn ich jetzt noch vorher wüsste... Ach, Ability Explanation. Komme ich da irgendwo hin? Nein, ich weiß vorher nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Nein! Post-Battle SP Plus. Oh, das ist gut. Weil am Ende des Kampfes werden ja SP, die ja für deine Skills und so weiter benutzt werden, wieder neu aufgeladen. Also wird das erhöht. Das ist gut. Okay, das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Man kann nicht mehr paralysiert werden. Shaping-Effekt, man kriegt 50% mehr WP, aber man kriegt dafür doppelten Schaden. Dadurch, dass ich mich ein bisschen gegrindet habe und wie man ja in den Menüs und so weiter sehen kann, ich das Spiel auf leicht spiele, weil ich mich einfach nur auf die Story konzentriere, wäre es sozusagen, abgesehen vom Bosskämpfen, nicht ganz so eine große Sache. Das wäre zumindest mein Kandidat. Der Erste. Ach, das waren schon alle. Ach du Scheiße. Also ich würde sagen, einer von den beiden. Paralyse 0 oder Lightning Support? Lightning Support würde ich eher nicht nehmen, weil... Ach nee, nicht der, sondern die beiden. Paralyse. Ah, ich nehme den. Ich denke mal, es passt. So, mal sehen. Okay. Machen ein bisschen Schaden. Die wiederum eher weniger. Obwohl, na, wenn sie Skills einsetzen. Ja, nur. Na, mal sehen, was das macht. Oh, sind schwach gegen Erdmagie. Das ist super. Ist irgendwer schwach gegen Windmagie? Das war auch E3. Okay, gut. Die Grünen haben also eine Resistenz dagegen. Ei! Was ist das denn? Ich glaube, also das ist wahrscheinlich... Entweder sowas wie Vergiftung, nur halt für SP, oder mein Verbrauch wird verdoppelt. Ah, schade, das ist zu weit weg. Sonst mit irgendwen zusammen? Ah, doch, die beiden. Okay. Gut, den einen hat's erwischt. Ich denke mal, es reicht aus.
Okay, ein. Den Haupttypen hat's erwischt. Harley, wieso? Gott, gut, dass ihr beiden übrig bleibt hier mit den. Mit der Schwäche Erde. Und beide Pferd. Oh, super. Ah, wir sind ein paar Erfahrungspunkte, ein bisschen Gold. Das passt doch. Und welches Schwert ist es? Durch den Bildschirm konnte ich nicht sehen, welches Schwert es direkt war. Ah! Und am Knöchel. Und zack! Sehen wir ihren nackten Fuß, oder? Oh ja. Ich frage mich, wie viel von der Rüstung dann maximal weg ist, wenn alles... wenn alles, alle Schwerter draußen sind. Ah, okay, das ist gut. Ja, eine physische Attacke geht 10 Minuten runter, die magische Attacke geht 10% hoch. Das geht eigentlich. Ah, cool! Ist jetzt B. Das ist wirklich sehr gut. Das heißt nämlich, dass unsere Leute nämlich auch neue Skills lernen können. Weil dieser Revival Rank, der ist nämlich auch Voraussetzung für manche Skills, die man lernen kann. Nicht nur einfach stark werden, sich ein paar WP zusammensuchen und dann einfach freischalten. Nee, so geht das nicht. So, ich denke mal, das war es jetzt erstmal. Ja, haben ganz gut was hingekriegt, haben den einen Fury haben wir da geholt. Die kleine Ethel musste leider dran glauben. Normalerweise wäre ich an diesem Punkt wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Aber, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe oder nicht. Aber ich werde erstmal deswegen dann erstmal meine Klappe halten. Aber ihr werdet sehen, warum ich nicht ganz so traurig bin. Zumindest, haben wir ein neues Schwert. Neue Fairy, neue Fähigkeiten. Und Tiara hat endlich aufgehört, Galdo zu misstrauen. Ja, ich denke mal, es ist schon sehr gut für einen Tag. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von der ganzen Sache haltet. Und ja, wenn euch auch noch gefallen hat, was ihr seht, drückt nur schön auf den Like-Button. Ich meine, es tut nicht weh, schadet keinen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Vielen Dank noch, ich glaube zum dritten Mal jetzt zum Zuschauen. Also, bye bye Leute.